Irgendwann dachte ich, es hat mal ein Ende mit C-Tura. Jetzt weiß ich auch, warum du mich zur Messe geschleppt hast, ja. Weil allein die Malibu- und Karthago-Halle, ja, die könnte ich schon locker mal 2-3 Tage drehen. Der Caravan-Salon hat für mich 11 Tage. Das ist die größte Leistungsshow, zumindest im Campingbereich, die ich kenne. In Amerika sind solche Messen aufgeteilt in 3 verschiedene Landesteile, auch ähnlich groß, ja, ein etwas anderer Markt. Aber der deutsche Markt, der europäische Markt, ich glaube, an Diversifikation ist er, ich glaube, gibt es nirgendwo. Ich habe jetzt gesehen, Reisemobile aus China, aus Japan gibt es mittlerweile auch ganz tolle Entwürfe, meistens sehr klein für uns Europäer. Aber die Qual der Wahl allein bei Karthago habt ihr, ich glaube, an Kombinationen Tausende, wenn du Farben, Grundrisse, Triebköpfe, alles mal zusammenzählst. Oder? Ja, also Karthago hat wirklich eine sehr, sehr große Modellvielfalt. Da kann wirklich, ich sag mal, jeder Reisemobilist echt individuell für sich und seinen Bedürfnissen passende Fahrzeug finden. Also Grundrissvarianten wirklich en masse. Dann die einzelnen Varianten der Chassis, die wir haben. Das ist echt schon sensationell. Und alle Fahrzeuge haben dann eben immer die bekannte Karthago-DNA, die halt eben so einzigartig ist. Unser Klimaspeicher, Doppelboden, die Stauräume, das Weitsichtkonzept, was wir jetzt hier gerade mal wieder integriert unter die Lupe nehmen. Weitsichtkonzept, was wir haben. Das Armaturenbrett vorne ist dementsprechend beheizt. Aber jeder, das ist schon ein tolles Auto. Aber jeder Käse, der hier verbaut ist, hat eine eigene Bauform verlangt. Das heißt, der Produktionsaufwand, bis sowas mal steht, ist abartig. Also es fängt an hier bei diesen Ohren, die oben dran sind. Die, guck mal, da vorne ist ein Bauteil drin. Das ist wahrscheinlich, ich sag mal, irgendein Kunststoff, der eine Bauform brauchte. Da hast du dann nochmal einen Teil, da ist es mit da drin. Dann hast du den Spiegel selber. Der muss dann auch noch ausprobiert werden. Der darf nicht pfeifen, der darf nicht klappern, der darf nicht knarzen. Ein Riesenaufwand. Ja, das ist tatsächlich so. Die Busspiegel, das ist schon ein relativ großer Aufwand. Wir hängen also hier innen drin auf einen Metallbügel, der dann hier verschraubt ist. Das ist jetzt einfach im Grunde genommen eigentlich nur eine Verkleidung. Da ist also darunter ist kein Kunststoff, wovon der gehalten wird. Das ist eine richtige Metallkonstruktion. Du brauchst keinen Frontspiegel bei dem? Also, dass du meinst einen Trixi-Spiegel? Ja, genau, dass du nach unten gucken kannst. Nee, das braucht man. Das braucht nicht, man nicht, weil er so kurz ist. Genau, weil wir haben ja unser, wie gesagt, Weitsichtkonzept. Und du schaust hier schon bei 2,77 Meter auf den Boden. Ist jetzt auf der Autobahn nicht ganz so wichtig, aber im Rangierbedarf, Campingplätze, Stellplätze etc. ist das schon wichtig, dass ich sehr kurz vors Fahrzeug schauen kann. Ne? Düsseldorf, Caravan-Salon, da sind wir. Und zwar einen Tag, bevor alles losgeht, drehen wir diese spezielle Serie. Normalerweise, ich sag mal, im letzten Jahr haben wir gelernt, die Hölle in Dosen. Dieses Jahr wird es noch viel schlimmer werden. Das Wetter, hast du gesehen, kein Regen, nichts. Es wird irre heiß. Die nächsten 10 Tage wird perfektes Kaiserwetter. Und es gibt auch keine Begrenzung mehr, habe ich gehört. Das heißt, es dürfen also wieder so viele Leute rein, wie vorher gab es so eine Begrenzung, 10.000. Das hat euch sogar ganz gut gefallen. Karten konnte man nur vorab kaufen. Ja. Das war so dieses Jahr großer Run, was denkst du? Ich habe keine Ahnung. Ich befürchte, dass wir einen riesen Drang bekommen. Das ist abgeschossen, was ist das denn? Das war ganz untypisch. War Max mal von innen? Ja, ich kann da schnell aufmachen. Ich komme wieder, erzähl gut. Ja, ich erzähl mal. Also, was... Er wollte doch was sagen. Gib mal kurz rein. Da durch, Tür ist auf. Ich bleib hier. Der Dieb von heute benutzt die Innentür. Das ist so. Ist das sicher, so eine Aufbautür eigentlich? Also, die Aufbautür ist genauso sicher wie jede andere Türe jetzt im Grunde. Man kann den Zusatzschloss? Wie gesagt, du kannst ein Zusatzschloss reinmachen. Wenn da einer rein möchte, kommt der natürlich rein. Aber ob da jetzt unbedingt die Türe gewählt wird oder so ein Seitenfenster, das ist jetzt mal die Frage. Wenn ein Dieb irgendwo rein möchte, kommt der rein. So, hier vorne, alle Teile wurden extra für jedes Fahrzeug entwickelt. Das fängt an mit der Konsole, die hier ist. Ja. Da muss alles ganz genau stimmen. Ja. Wie lange macht Karthago das jetzt schon? Wie lange bauen die? Weil ich habe Karthagos gesehen, die sind so irre alt. Zuletzt einen VW-Bus gesehen in Karthago, einen alten, uralten. Seit 1979 bauen wir Reisemobile. Ne? Am Anfang, 79? Seit 1979, genau. Am Anfang waren es halt mehr so Bausätze, die man dann in die Reisemobile einsetzen konnte. Und kurz danach haben wir aber schon angefangen, eigene Reisemobile zu bauen. Ja. Da sieht man auch sehr schön, wie die ganzen Beschläge verarbeitet sind. Also die Tür kriegst du so schnell nicht auf, es sei denn über einen Schlüssel. Da vorne hast du AdBlue mit drin, Triebkopf, diesmal ein Fiat Ducato 8. Das ist
ich glaube, ein Riesenaufatmen in der Szene kam, als der Achter kam. Er ist leiser, er verbraucht weniger Sprit, er hat die Komfortmerkmale mit drin, die mittlerweile da sind. Habt ihr das gemerkt, dass die Leute ganz gezielt nach Achtern gefragt haben? Also danach gefragt, jetzt ganz gezielt kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon sehr wohlwollend angenommen worden, dass der Fiat 8 dann schon stark modifiziert worden ist. Der hat jetzt auch das komplette digitale Kombi-Instrument hier drin, das sogenannte Mäusekino. Das ist schon sehr schön. Auch das Lenkrad ist jetzt toll, macht jetzt nicht mehr so diesen Transporter-Eindruck, weil es auch ein richtiges Lederlenkrad ist. Auto ist richtig erwachsen geworden. Ich komme mal wieder raus, ja? Ja, gerne. Doppelbodenkonzept. Ja, wenn mir eins der Andreas Marein eingepläut hat, dann ist es, schaut genau hin, denn wenn ein Fahrzeug einen Doppelboden hat, ist es wahrscheinlich ein Karthago. Oder es gibt einige andere Hersteller, die es machen, aber ihr konsequent Doppelboden bedeutet, dass unter meinem G-Raum ein kompletter Doppelboden ist, der aber nicht entkoppelt ist, sondern der komplett miteinander verbunden ist. Das heißt, die Luft, die hier unten reingeht, die kommt auch nach oben, der tauscht sich komplett aus. Genau, richtig. Also die Heizung, da hat die Thoma 6 verbaut, heizt den Zwischenboden hier auf, heizt natürlich auch den Innenraum direkt auf über die Ausströmer. Aber der Clou ist halt, dadurch, dass der Doppelboden hier dementsprechend beheizt wird, nimmt die Bodenplatte die Wärme auf und wir haben dann so einen Fußbodenheizungseffekt. Das Ganze führt sich dann fort. Wir können, ich sehe gerade, wir können. Gasklappe? Das Gasklappe ist, mich wundert, dass sie auf ist. Ja, ist doch gut, kann man mal zeigen. Ist die im Messebetrieb zu? Hier kann man sehen, also das, was die meisten, wo die meisten drüber schimpfen, ist eine sehr umständlich zu beladene Gasklappe. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Nee. Besser geht nicht. Hier ist keine, kein Hindernis, keine Kante, Dankeschön. Wo ich jetzt die Gasflasche rüberheben muss, ich kann die wirklich da rausziehen, auf den Boden abstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Der hat jetzt auch schon eine Duomatik hier verbaut mit Crash-Sensor. So muss es eigentlich sein. Pass auf, ich mach wieder zu. Warte. Ja. Okay. So, wir gehen mal ganz außen rum auf die andere Seite. Zugemacht sein. Lassen wir mal einmal rumgehen. Ja, auch das Heck hier, ich finde, das ist auch nennenswert. Du kannst hier, wenn ich mal irgendwo beim Rangieren, dass ich jetzt hier so eine Baumecke mitgenommen habe, kann ich wirklich hier einzeln austauschen. Das sind 4 Teile und somit habe ich auch ein reparaturfreundliches Heck. Ist natürlich, wenn du so eine ganze Maske hinten hast, hast du eher das Problem, wenn du da irgendwo angefahren wirst, dann ist das zwar auch reparabel, aber das ist meistens kostspieliger. Last but not least, die Heckgarage, die bei euch immer unglaublich stark belastet ist, wo du viele hast mit 150 Kilo. Ja. Das ist so in der Weißware oft so. Gut, hier auch Weißware, aber 350 Kilo, das ist ein klares Bekenntnis für Motorräder zum Beispiel. Motorräder, ja, hauptsächlich nehmen die Leute ihren Motorroller mit oder es gibt ja fast kein Reisemobil mehr, was nicht mit einem E-Bike bestückt ist. Hier stellst du 2 E-Bikes rein und was man sonst noch so an Hobby hat, Campingstühle, das ganze Equipment findet hier wirklich geordnet seinen Platz. 3,5 Tonnen ist hier, glaube ich, illusorisch, oder? Das ist schon knapp bei dem Fahrzeug hier. Also ich würde das Auto nicht auf 3,5 Tonnen, sondern ja, das braucht dann schon 4,25 Tonnen. Du kannst den auflasten lassen, dann auch auf 4,5 Tonnen. Die 3,5 Tonnen sind wirklich seriös nur in der Theorie möglich, also in der Praxis eigentlich gar nicht. So, damit ist mal ehrlich, weil viele Leute dann drunter schreiben, was, 350 Kilo in die Heckgarage, aber der kann doch gar nicht so viel, ja. Stimmt. Wiegt ihr eigentlich die Autos nochmal selber, wenn die kommen? Oder? Also jedes Auto hat ein Wiegeprotokoll, bevor es das Werk verlässt. Das heißt also, es gibt immer ein konfiguriertes Gewicht und ein tatsächliches Gewicht. Und das ist tatsächlich das Wiegeprotokoll, welches im Werk erstellt wird, bevor das Fahrzeug das Werk verlässt und speditiert wird. Ja, ihr habt, das ist was Schönes, eine Checkliste für ein Messefahrzeug. Ja. Das geht bei euch wirklich wie am Perlenschnürchen. Ihr habt den Messeauftritt natürlich extrem geübt. Diesmal alles in einer Halle. Das heißt, ihr habt die Vans, ihr habt die voll- und teilintegrierten von Karthago, ihr habt die Malibus komplett in einer Halle diesmal. Das ist für euch natürlich viel einfacher. Ja, das ist für uns viel einfacher, gerade jetzt für uns Marein Caravan, wo wir ja in beiden Markenwelten dann auch zu Hause sind. Ich habe hier quasi jetzt relativ kurze Laufwege. Vorher waren es zwei Hallen halt gewesen. Ne? So, wir gehen mal rein. Auch hier der Grundriss ist sehr interessant, denn wir haben diesmal eine Backofenkombination, wie wir sie kennen aus Skandinavien. Denn dort ist der Backofen direkt in der Küche mit verbaut. Genau. Ein großer Backofen, in dem ich dann auch meinen Kuchen backen kann oder ich sag mal, eine Pizza kann ich reinmachen. All das geht. Wir können ja mal kurz. Oh ja, da ist er, der Tedford. Genau. Der Duplex, ist verbaut. Der Klassiker. Der ist optional. Ich finde, der wird da sehr schön hier in der Küchenzeile aufgenommen. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe den bei
mir im Fahrzeug auch. Ich nutze den eigentlich nur zum Brötchen machen. Ja, sind teure Brötchen, aber finde es praktisch halt, wenn ich morgens meine eigenen Brötchen habe, muss ich mich nicht in der Bäckerei da anstellen. Je nachdem, wo du bist, kriegst du gar kein deutsches Brot. Ja, also ich sag mal so, ich weiß nur, in zum Beispiel Lettland hat meine Tochter erzählt, da gibt es nur Kümmelbrot. Alles ist mit Kümmel. Also keine Ahnung warum. Ja, es hat alles Kümmel und die backt sich ihr Brot selber. Mhm. Da kann sie es dann machen. Wie viele Leute sind denn in ganz Europa unterwegs? Was sagen denn so die Reiseberichte von deinen Leuten? Wie meinst du das jetzt? Ja, die werden dann bestimmt berichten. Ja, Herr Marein, das Fahrzeug, was Sie uns verkauft haben, hat jetzt gerade, was weiß ich, betreten. Ungarn oder... Jetzt sag doch mal was. Kann ich nichts zu sagen, ganz ehrlich gesagt. Also ich glaube, egal was für eine Zahl... Sie sind weg und melden sich nie wieder. Ist ja falsch. Also klar, unsere Kunden sind überall unterwegs, zumindest in Europa. Da kriege ich ja auch schon mal die Fotos geschickt dann über Facebook halt oder direkt per E-Mail. Die machen da schon tolle Reisen. Jetzt gerade habe ich Bilder geschickt bekommen von der Skandinavien-Tour von einem Kunden. Das ist natürlich klasse. Ne? Mit dem Karthago? Mit dem Karthago, ja. Im Sommer? Im Sommer, ja, na klar. Super. Kühlschrank, AES? Ja, natürlich AES. Ne? Alle drei Energiequellen sucht er von alleine. Gas? Gas, 12 Volt, 220 Volt, kann ich hier in die Automatikfunktion halt dementsprechend einschalten. Und der ist natürlich auch von beiden Seiten wieder zu öffnen. So, Längsbetten, du hast mir erzählt, 80% aller verkauften Fahrzeuge haben Längsbetten. Sensationell, aber es ist auch eine der besten Bettenformen, weil du da drunter natürlich diese riesen Heckgarage kriegst. Genau, richtig. Wenn ich so ein Fahrzeug mit Queensbett beispielsweise habe, ist für gewöhnlich die Heckgarage immer etwas niedriger wegen dem Betteinstieg. Ich muss ja irgendwie in das Bett reinkommen. Bei den Längsbett-Varianten habe ich natürlich eine sehr hohe Heckgarage, gerade jetzt für die Leute, die einen Motorroller mitnehmen wollen. Ne? Hier haben wir nochmal ein schönes Kombibad halt dementsprechend, wo ich halt die Dusche im gleichen Raum habe, kann das aber die Dusche wirklich so abtrennen, dass beim Duschen wirklich nur der Boden nass wird. Also da wird jetzt nicht spiegelnass oder der ganze Waschtisch oder so oder Toilette. Das ist wirklich nur der Boden, also der Boden, der dann quasi in dem weißen Kreis noch drin ist. Was anderes brauche ich nicht trocken machen und natürlich die Duschwand als solches selber. Viele benutzen die Dusche ja gar nicht, aber im Fall der Fälle ist es doch wichtig, eine Dusche zu haben, sollte es nochmal zum Lockdown kommen. Ich glaube, da waren einige ganz froh, dass sie eine eingebaute Dusche hatten. Ja. Dann durften sie nämlich auch bleiben. Also an Bord sollte sie schon sein. Ich muss aber jetzt nicht den ganzen Tag so eine riesen Dusche mitschleppen, wo ich jetzt am Ende des Tages dann nur meine Jacken oder so reinhänge. Das sieht man sehr oft. So finde ich es eigentlich eher ideal gelöst, wenn einer sagt, ich nutze schon die Infrastruktur auf Campingplätzen und Stellplätzen. Ne? Krass, ein ganz tiefer Boden, schau mal. Genau, ja, habe ich auch noch nie gesehen. Erste Mal jetzt. Nein, das ist natürlich bei unseren Längseinzelbetten ist immer... Steig mal rein, dass wir das mal sehen. Ja, warte. Der Boden ist nämlich belastbar. Jetzt, ja, natürlich ist der belastbar. Die Längseinzelbetten bieten das halt einfach an. Also ich muss das mal filmen. Immer unter den das sieht so geil aus. Warte mal. Mach mal zu, der das Türchen. Im Schrank. Mach mal zu, das Türchen. Ja. Das ist Kasperletheater, man tritt da drüber. So, jetzt mal auf. Dann sieht man, die Beine sind gar nicht drin. Da unten siehst du nämlich jetzt, die verschwinden komplett. Das ist der Doppelboden, der drin ist. Dadurch kannst du Sachen dann ganz tief aufhängen. Zum Beispiel Bademantel. Bademantel, Skianzug, solche Sachen halt. Ne? Okay. Ja, also, weiß gar nicht, wo waren wir von dran? Jetzt habe ich einen Faden von, also längs Einzelbetten, da habe ich die Kleiderschränke halt dementsprechend drunter. Das ist relativ praktisch, weil da drunter ist ja eigentlich sonst ein toter Raum und so habe ich dann da die Möglichkeit, nochmal einen Kleiderschrank einzubringen. Und ich habe bei diesem Grundriss hier eben auch nochmal einen deckenhohen Kleiderschrank, den dann auch nochmal dementsprechend unterteilt ist, wo ich nochmal Wäsche einlegen kann. Man müsste echt bei der Kamera in Echtzeit die Temperatur einblenden können. Kann man nicht. Denn wir haben original Schwimmbadwetter im Moment hier drin. Ja, das ist so klasse. Also, und ich habe wirklich hier eine lange Hose an, Unterhemd und ja. So, hier das was Besonderes. Die Möglichkeit, den Raum zu separieren. Also auch hier gibt's. Mach nochmal zurück hier in die andere Tür, dass man das mal sieht. So. Also da gibt es ein kleines Teil auf der Fahrerseite. Genau. Ich habe hier das kleine Teil, das wird hier rausgezogen, weil die Tür ist ja jetzt vom Blatt her nicht so lang, wie wir das eben gesehen haben. In dem, glaube 143er war es. So kann ich hier halt dementsprechend dann auch den Raum halt teilen und diese Tür als Raumteil dafür nehmen. Sag mal, dieses Magnetband, wenn es sehr heiß wird, die kommt bei mir regelmäßig runter. Habt ihr das Problem schon mal gehabt? Das haben wir schon mal gehabt, ja, aber das ist tatsächlich 3 Modelljahre her. Da haben jetzt sich, passiert das nicht mehr. Nee, der Kleber. Die haben anderen Kleber benutzen die mittlerweile, anderen Lieferanten, keine Ahnung. Also die fallen jetzt nicht mehr, aber das war, glaube ich, Modelljahr 19 oder 20. Da sind die Dinger am laufenden Band runtergefallen. Ja, das gibt es halt schon mal. Also Dusche ist drin, Bad ist drin, Küche ist drin, Kleiderschränke, genau, hier beide
Seite? Hier haben wir auch nochmal einen Schrank halt dementsprechend, wo ich nochmal Sachen einbringen kann. Und hier siehst du nochmal diese Unterfräsung, wo ich immer von spreche, wo man dann nochmal sagt, ey, wir nehmen hier nochmal irgendwie so, weiß nicht, 20 mm vom Brett halt weg. Ich muss das mal kurz erklären. In der Mitte seht ihr, das da vorne ist grau und hier hat man Holz. Genau. Und das ist rausgefräst. Genau, das ist rausgefräst. Na, hier sieht man diese Fräskanten, das ist halt da auch, da überall gemacht. Weil das Brett muss da nichts halten. Die Last, wenn da jemand drauf liegt, ist ja hier rechts und links daneben. Und so spare ich auf so eine, ich sag mal, Bettunterkonstruktion, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, 200 Gramm oder 300 Gramm oder ein Kilo, meinetwegen. Und so schaffe ich es dann wieder, ich sag jetzt mal, irgendetwas, was in dem Fahrzeug mittlerweile drin ist, Abgastechnologie oder sonst irgendetwas, dann wieder zu gewichtstechnisch zumindest zu eliminieren. Schön finde ich hier mit dem Backofen, der hier drin ist, den kann ich halt öffnen und kann da direkt reingucken. Bei den anderen Modellen, wo die großen Tech Towers drin sind, habe ich immer das Problem, dass ich halt, wenn ich klein gewachsen bin, dann vielleicht da oben nicht reingucken kann. Ich finde das eigentlich so in der Küche, finde ich es ehrlich gesagt angenehmer. Ja, toller Grundriss. Name vom Fahrzeug? Ganz ehrlich gesagt, wir sind ja genau, jetzt sind wir, geht schon wieder los. Ich weiß nicht mehr, wie viel drin ist. Im i148 LE. Ja, und der Andreas freut sich schon wahnsinnig darauf, um das Hubbett vorzuführen. Ja, ist überhaupt kein Problem. Das mache ich gerne für unsere Zuschauer. Gehört ja dazu. Das geht aber auch relativ ratzfatz. Also, jetzt also zweimal anstrengend. Sitz umlegen. Auch bei 35 Grad nicht. So. Ist das belastbar eigentlich? Kann man das sicher, Bett? Ja. Also ich sag jetzt mal, das ist belastbar. Da können zwei so Burschen wie wir locker drin schlafen und noch ein bisschen mehr. Das ist überhaupt kein Problem. So, da sitzen gerade 90 Kilo. Plus X, plus Mehrwertsteuer. Plus 18. Ja, plus Mehrwertsteuer, kommt fast hin. Plus Mehrwertsteuer auf den Dorf. Ja, toll. Die Frage, die sich jetzt alle stellen, jetzt habe ich die Kohle, jetzt will ich kaufen. Ja. Wann kriege ich mein Auto? Du hast Bauplätze reserviert, davon sind aber schon viele verkauft, muss man sagen. Ja, auch das, aber wir haben wirklich reichlich und ich sag mal, wir sind in 10 bis 12 Monaten sind wir lieferfähig. 10 bis 12 Monate. 10 bis 12 Monate sind wir lieferfähig. Und jetzt am Anfang der Messe, das kann natürlich Ende der Messe ganz anders aussehen. Ich kann nur die Ist-Situation von heute beschreiben. Da wird so plus minus, ich sag mal, bei 10 bis 12 Monaten liegen. Sehr schön. Andreas Marein, Marein Caravaning, heute auf dem Caravasalon 2022. Fängt ja gut an, der Donnerstag, mit Video Nummer, keine Ahnung, 20, was wir jetzt gedreht haben. Und wir sind noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. Ich glaube, das wird ein langer Ritt heute Abend. Wir müssen erstmal die Kamera tauschen. Sie ist schon wieder heiß geworden. Guck mal in die Kamera und sag mal, abonniert German Television. Ich soll sagen, abonniert German Television, der beste Informationskanal. Nee, nur abonniert. Also ihr solltet nur abonnieren. Okay. Einfach nur. So, und wenn ihr so ein Auto kaufen wollt, dann macht ihr Folgendes. Fahrt am besten nach Altenhofen. Gebt das mal ein, bitte, in Google Maps, ob sich das lohnt. Denn... nee, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich sehe gerade einen Tritt gegen das Schienbein mit roten Schuhen. Das ist ein Markenzeichen. Das heißt, du hast dir das wirklich als Marke eintragen lassen, rote Schuhe. Das ist so. Wir sind tatsächlich Markeninhaber und dürfen die roten Schuhe bei Beratungsgesprächen für Fahrzeuge in der Freizeitbranche tragen. Das ist auch nur uns gestattet. Diese Marke haben wir so schützen lassen. In Europa? In Europa. Tschüss, Andrea. Ciao. Ciao.